alle miteinander. Schöne Rede. Danke. Hat auch sicher ganz viele Menschen bewegt und interessiert. Und vor allem berührt und, ah ja, war mir sehr noch ums Herz. Sag ich, wir haben sowas von verloren. Ja. Ja, das war ja jedes Jahr, das macht man von unseren Vorgängern. Ja, und jedes Jahr haben wir recht gehabt. Wir sind die, die überlebt haben. Ja. Also ich bin mir ja nicht sicher, ob Überleben so toll ist. Dann muss man sich dann immer so ärgern. Hörst, Lebensqualität ist auch noch was wert. Aufgeräumt ist. Immer gut, wie, wenn die Sportler da was, ne? Ich wollte gerade sagen, aufgeräumt ist, wenn ich mir das anschaue, noch nicht, aber das werden sie dann noch machen. Da werden sie mit Sicherheit aufräumen, weil das ist ja quasi Festspielhaus, das ist ja das Schöne und elitäre Salzburg. Schaut aus wie zu Silvester her, aus den Nachwehen. Was? Echt? Da werden Frauen begrapscht? Ich bin dabei! Alle sind durchs Ziel durchgekommen. Einer ist bis zur Ukraine weitergelaufen. Er ist noch unterwegs. Schaut, dass kein Masken rumliegt. Schaut, der Letzte, der dann angekommen ist, der hat als Begrüßung eine Bananenschale gekriegt. Du kannst die maximal mit der Friedensflagge noch vor die Bio-Pommes stellen, aber die sind da bei der Fütterung. Und bei der Fütterung ist der Österreicher eh für nichts empfänglich. Ja, wie gesagt, ich habe schon festgehalten, dass wir da eine sehr dubiose Beflaggung aufgestellt haben. Die beginnt mit Österreich, hat dann diverse EU-Länder. Und hat dann zum Israel dabei, hat die Schweiz dabei, hat die USA dabei und hat die Ukraine dabei. Sehr spannend. Ungarn ist auch dabei. Ungarn ist dabei, Tschechien ist dabei, Griechenland ist dabei. Also die ganzen EU-Länder, oder? Nein, nicht die ganzen. Nein, Amerika ist auch dabei. Israel und die Schweiz und die Ukraine. Und England ist auch dabei. Saudi-Arabien, nein. Russland. Hey, Saudi-Arabien wäre echt die Krönung neue. Und Russland auch. Also alle. Das werden alle. Nein, Russland glaube ich nicht, oder? Nein, Russland ist nicht dabei. Wobei ich dazu sagen muss, alle kennen es nicht, weil so viele Masten haben es nicht. Das verstehe ich. Aber ich habe es spannend gefunden, weil sie haben die Schweiz dabei, obwohl man doch den Dr. Daniel Ganser bei uns mehr vorausgeladen hat. Ja. Sie haben Israel dabei, das ja jetzt auch nicht unbedingt EU ist. Sie haben die USA dabei, die auch nicht EU ist. Also wenn man damit das internationale Flair ausdrücken will, aber da quasi nur die USA, Israel und die Ukraine nimmt, dann ist es doch irgendwie eine sinnbildliche Geschichte. Gell? Die Angst noch groß da. Hey, grüß dich. Wie geht's dir denn? Naja, in dem vertrottelten, korrupten Österreich nicht so gut. Okay. Oder? Geht's irgendwann gut gerade? Ich glaube nicht. Wenn man den sieht, da geht's ihm gut. Der ist so lieb. Ja. Machen wir zu einer Freude, gell? Wenn er halt eine Zukunft hätte, wäre es noch geiler. Ja. Aber weißt du? Nein, die schicken wir jetzt in die Ukraine. Weißt du, das tut mal weh. Ja. Der hat nichts für die Zukunft. Der wacht in einem Faschistenstaat jetzt auf. Ich glaube trotzdem, dass sie alles wieder dran werden. Wirst du schon sehen. Nur solange es daheim bleibt, sicher nicht. Wenn sie einmal am Sonntag um 14 Uhr mit uns demonstrieren darf, was wir schon 3 Jahre lang machen, dann darf sie was ändern. Ja, das nutzt uns nichts, wenn sie es uns sagt, das müsst ihr mitmachen. Was?
es wird alles verlieren, weil sie es nicht mitmacht. Da wird es aufwachen, wird sich am nächsten Baum abhängen noch, und da beschießt man es wirklich durchdruckt. Ist nur so ein Rat von mir. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja. Erst wird bei Mama gelegt, aber so rein ist was du gesagt hast. Alles ist gekommen, was ich gesagt habe. Hat sich alles bewahrheitet. Jetzt heißt es aufwachen. Jetzt schicken wir österreichische Soldaten an die Ukraine. Ja, ja, alles Gute. Das hat man ja gesehen, weil die da vorne ist. Schau, die Scheide ist Hausärzte gesehen. Schau, da hinten kommen schon die Kehrwagerl. Ich glaube, wir können wieder zurück zum Motzerplatz. Das hören wir uns noch kurz an, was der nächste schafft. Sie fährt mit einem E-Bike um und um und hat das Thema jetzt relativ kurz abgewürgt. Ich muss die Bevölkerung nicht mehr aufwecken. Der Österreicher hat eine lange Tradition des Mitlaufens und hinterher war er eh nie dabei. Genau, warte, dann machen wir gleich mal eine Heile. Na gut. Schaut mal, so viel Buddies, so viel Buddies. Ja. Entschuldige, dass ich unterbrochen habe, genau, aber das war mal ein Bedürfnis. Ich wollte gerade sagen, das war auch sehr passend, wenn wir gerade dabei waren, dass wir gesagt haben, der Österreicher hat ja quasi immer brav den Mitläufer gespielt und hat dann hinterher quasi festgehalten, er war ja eh nie wirklich dabei. Oder er ist gezwungen worden oder der Druck worden. Ja, uns geht es besser, wir haben jetzt einen neuen Kameramann. Ja, es tut mir für uns drei sehr leid, dass da diese Sportler nicht länger das Volk angezogen haben, weil ich bin ganz bei dir, dass diese Kundgebung eigentlich dahin gehört, wo sie gesehen wird und wahrgenommen wird und nicht vor ein paar Touristen, die sich eh nicht dafür interessieren. Rot Kreuzl hätte man aufwecken können. Nein. Meinst du, es ist auch schon spät? Ich mache schon einen dritten Booster, gell? Nein, aber ich halte fest, auch beim Roten Kreuz gibt es die, die sagen, machen wir nicht mit. Und dann gibt es die, die sagen, machen wir mit. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist beim Freiwilligenzug. Und Servus, hallo. Und der durfte, nachdem es diese große Impfwelle für die Zivildiener gab und die dann der Reihe nach umgefallen sind, ist es so gewesen, dass dann dieser Freiwilligenzug einspringen durfte, weil sonst der Dienst nicht aufrecht zu erhalten gewesen wäre. Man hat aber, obwohl so viele Zivildiener ausgefallen ist, dass dieser Freiwilligenzug da einspringen musste, trotzdem an der Impfkampagne festgehalten. Das ist natürlich ja klar, weil das bringt natürlich Geld. He? Und einen Haufen Impfschäden. Das ist dann weitere Arbeitsbeschaffung, das mag natürlich auch stimmen. Aber was die Leute reden immer aufs Geld hin, dabei geht es nur um Macht und Tyrannei und um Bevölkerungsreduktion. Das nehme halt ich auf meinen Kopf, aber das ist so. Das Geld ist immer Ablenkung, bei denen drucken das Geld die Leute. Das ist völlig richtig, aber die Blaulichtorganisationen drucken noch kein Geld. Ja, die freuen sich, wenn sie neue Dienstfahrzeuge kriegen, eine schöne neue Zentrale. Wir haben das ja eh jetzt quasi letzthin in unserem Video, wo wir den Bürgermeister wegen der erwähnten Beflaggung anzeigen wollten, festgehalten, dass auf den großen Plakaten des Bundesministeriums für Inneres festgehalten wird, dass die Polizisten ab 1.1. dieses Jahres ja auch mehr Geld bekommen, was zum einen natürlich daran auch liegt, dass die Planstellen besetzt werden müssen und das Personal nicht mehr so vorhanden ist, weil auch die Polizei hat natürlich darunter gelitten, dass sie sich in den letzten Jahren instrumentalisieren hat lassen, und auch dort gibt es natürlich aufrechte Beamte, die entweder den Dienst quittiert haben oder damit immer noch spielen mit dem Gedanken. Ich gebe zu, die Remonstrationspflicht und das Remonstrationsrecht haben die wenigsten wirklich in Anspruch genommen. Aber wie gesagt, ich halte halt auch einmal mehr fest, der Österreicher ist halt, wenn es um Charakter geht, eher der stille Typ, eher der mitlaufende Typ. Und wenn sich das Fähnchen dann wendet, dann wie gesagt, dann ist er gezwungen worden, konnte nicht anders, hat eh nur so mitgemacht zu pro forma oder war gar nicht dabei. Das ist halt so. Aber ja, dann schauen wir uns noch an, was die halbe Hundertschaft im Schatten am Kapitelplatz zur Bespaßung der Touristen noch vorbringt.
Und dann werden wir zwar einfach weiterziehen zum Justizgebäude, um einmal mehr auf den Fall Darian H. aufmerksam zu machen. Das ist der Plan, also bleibt dabei. Der Roman hält fest, dass die Touristengruppen beim Shoppen von Kühlschrankmagneten, die da gerade von dannen zieht, größer ist als die, die quasi unserem wackeren Sepp zuhören. Das andere Volk schlendert unbeachtend vorbei. Also ich glaube, es ist eine unglaublich beeindruckende Darbietung, die wir hier liefern. Also ich glaube, das kann man sich in dieser Form sparen. Meines Erachtens nach gehört diese Demonstration in jene Plattenbausiedlungen des ärmeren Salzburgs, das nicht touristisch unterwandert ist und wo sich die Leute den täglichen Einkauf zum Teil nicht mehr leisten können oder sich die Miete nicht leisten können. Dieses wir sind im historisch gepflegten Altstadtteil, wo teure Karossen parken, wo die Touristen sich tummeln, die sich's leisten können, da muss ich sagen, das ist Verschwendung. Du sagst es. Aber wenn man nach 3 Jahren halt immer noch nicht verstanden hat, wie Widerstand funktioniert und was Demonstrationen sind und wie Demonstrationen sind, dann ist es halt der Roman und ich werden uns einmal wieder mit einer Flugblattverteilungsaktion vor Lidl- und Hofermärkte stellen, wo das sogenannte gemeine Volk einkauft und werden da ein bisschen auf die Situation aufmerksam machen. Und das könnt ihr auch machen, weil zu zweit seid ihr noch keine Veranstaltung. Für die, die alles anmelden müssen. Forderst du jetzt gerade die Seherschaft von CryptoTV auf, aktiv zu werden? Also ich würde ja jetzt nicht über deinen Kanal meckern, weil ich bin ja stolzes, mitwirkendes Teil dieses Kanals inzwischen seit 3 Jahren. Aber wenn ich mir anschaue, dass wir einen Spendenaufruf für den Darian machen und irgendein, ich vermute mal Impfgeschädigter, weil anders kann man das gar nicht rechtfertigen, hergeht und dann die Klimawandel Rede vom Dr. Benecke, also dem deutschen Würmchendoktor, darunter postet oder verlinkt, dann bin ich mir ja nicht sicher, ob deine Seher da jetzt in unserem Sinne aktiv werden. Und nachdem wir vom Silvester, also vom Covid-Navidad-Baum bis zur Flugblattverteilaktion vor Info-Teststraßen, vor Bushaltestellen, an Supermärkten bis hin zu verbotenen Pyro-Aktionen, zu verbotenen Silvesterabenden alles gemacht haben und keine Nachahmer gefunden, gehe davon aus, dass es hinfällig ist. Ja. Schauen wir uns das dann ein bisschen an und dann gehen wir zum Krieg. Und nun glaube ich, kann ich auch die Parallelen zu einem anderen Bereich herstellen. Und die Mühlsempore zahlen, die Gazprom verdient so viel Geld mit dem teuer importierten russischen Gas, dass wir von ihnen verkaufen, dass wir die kompetenten Mitredner nicht brauchen. So, von Bayern nicht ganz so vollen Bastgärten sind der Roman und ich, nachdem wir jetzt ganz viel über die Kraft in uns und die Energie und die wiederholte und wiederholte und wiederholte Forderung an die Kirche, sie möge 70% ihres Erdrogen und sonst wie erworbenen Geldes hergeben. Ja, auf dem Weg zum Landesgericht steht bereits demonstrativ schön vor uns. Da sind nämlich quasi alle, der Roman schaut schon wieder, was da auf die Autos geheftet ist. Sollte man vielleicht festhalten, ohne Werbung zu machen, da hat irgendwer was hinter den Wischer getan. Wir waren es nicht. So,
Dann investigiere mal. Naja, schau, da geht's quasi täglich von 21 Uhr bis 6 Uhr, der Nachtclub Vesuv. Für alle, die nicht so bekannt sind, das Vesuv ist ein Etablissement, das zur Branche des Herrn Lillacher und gehört. Und steht, ob das geimpft oder die ungeimpften erwischt sind. Jetzt unterbrichst du mich schon wieder. Der Herr Lillacher möchte ja in Wien mit der Rotlichtpartei jetzt dann Kanzler werden. Und ich finde die Idee quasi, die Halbwelt, die vermeintliche, möge die echten korrupten Gangster vertreiben, gar nicht so zwider. Schließlich werden wir in dem Land eh permanent gefickt. Da kann man auch ruhiger mal ein bisschen Rotlicht an die Macht holen. Jedenfalls dieses Vesuv, das hier quasi mittels Flyern für sein Lokal, sein Etablissement wirbt, ist letztendlich tatsächlich anscheinend auch schon in der misslichen Lage, dass in diesen harten Zeiten die Leute nicht mehr so zahlreich ins Bordell gehen und man deswegen Werbung machen muss. Aber der Höginger hat natürlich recht, vor diesem weiteren leeren Gastgarten da im Hintergrund beim Landesgericht, die Gastgärten sind voll, dem Land geht's eh gut. Also ich hätte mal gesagt, ein Sigi Maurer für den Höginger. Und dann halten wir fest, wir stehen jetzt hier vor dem Landesgericht. Und wir halten fest, wie konnte es anders sein, wieder erwartend, die ganzen schönen Spendenaufrufe, die wir einst hier angebracht haben, sind wieder weg. Jetzt gehen wir da einfach einmal in den Schatten und du hältst da wirklich einmal fest, wie unglaublich voll die Gastgärten sind. Also, arg. Vielleicht sollten wir uns da später auch häuslich niederlassen, wenn wir einen Platz kriegen. Am besten reservieren wir gleich einmal. Dann haben wir vielleicht nächste Woche am Sonntag eine Chance. Wie gesagt, es regnet mal nicht, es ist Sonntag. Es war ein großes Ereignis in der Stadt Salzburg und so voll sind die Gastgärten. Der letzte Muttertag hat den Leuten das restliche Geld gekostet. Ja. Ich meine nicht, dass wir da jetzt vor die Gastgärten so unglaublich viel Publikum für sich entdecken könnte, mache ich das, was wir trotzdem das letzte Mal schon gemacht haben. Eine Auffrischung. Genau, das ist sozusagen eine Booster-Geschichte. Okay, das hat also nicht die Stadt entwertet, sondern das hat wer abgerissen. Das ist sehr spannend, weil ich glaube, wenn es die Stadt gemacht hätte, dann hätte man da auch den Kabelbinder entfernt. Die Stadt hat ihre Lakaien. Na, also da muss ich jetzt ganz ehrlich gesagt sagen, die Herrschaften von der Stadtreinigung, also jene Menschen, die früh morgens in Orange gewandert, Mülltonnen ausleeren, die Überreste des Nachtlebens entsorgen und dergleichen. Ja. Das sind für mich Helden des Alltags und über die lasse ich mir nichts kommen. Ja. Haben wir Silvester erlebt. Genau, also die machen ihren Job und zwar so, wie er sein soll. Und die sind gut, also wie gesagt, denen mache ich keinen Vorwurf, denen mache ich auch keinen Vorwurf, wenn sie das hier entsorgen. Haben theoretisch, weil das müssen sie halt im Auftrag auch tun. Aber nachdem die Kabelbinder da noch drauf sind, gehe ich eher davon aus, das hat entweder ein Mitarbeiter des Hauses hier entsorgt oder aber es war einer von den vielen guten Menschen. Wir haben ja heute schon festgehalten, Meinungsfreiheit ist okay, solange sie bitte nicht die eigene persönliche Ruhe stört. Wir haben ja das bereits in Steyr und in Hallein erlebt. Also, das geht ja nicht, dass man bei einer Demonstration auf sich aufmerksam macht. Das ist ja unglaublich. Ja. So. Schauen wir mal, ob wir den Stempel komplett zutapeziert kriegen mit schwarzen. Nein, wär man nicht, ganz ehrlich gesagt. Weil ich. Nicht die Bundesregierung. Ja, dann müssten wir jeden Tag herkommen, das geht auch nicht. Nein, ich bin nicht die Bundesregierung, die immer mit demselben Kalauer kommt. Wiederholungen immer gleicher Art. Kein Wiederholungstäter. Überlasse ich anderen. Wie gesagt, wir machen das jetzt hier ein zweites Mal, weil ich eben gesagt habe, wir machen nochmal auf die Situation vom Darien aufmerksam. Aber nein, ich komme nicht jeden Tag hierher und hänge was auf.
da hat man natürlich entsorgt, ganz klar. Wie gesagt, wir haben ja Gott sei Dank keine Zensur, ja, dass wir jetzt den YouTube-Kanal der FPÖ-TV einfach da mal gestrikt hat. Das ist keine Zensur, dass man gegen den Herrn Macher, wie vorhin auf der Demo erwähnt, klagt wegen Majestätsbeleidigung, weil er gesagt hat, was er gesagt hat. Das ist quasi kein Angriff auf die Meinungs- und Pressefreiheit, sondern wir sind da alle wunderbar. Was haben wir da? Schau, da fangen wir da an. Weil statt also, jeder gegen jeden, genau. Ich finde das nicht schlecht. Anstatt, dass wir da auf der Seitenscheibe den Aufruf für Darian kleben lassen, dann klebt man für teures Steuergeld einmal mehr unseren Kalle in erhabener Haltung. Ja, toll. Toll. Ich bin gerührt. Naja, deine letzten Klebereste hat man auch nicht weggekriegt, obwohl das eigentlich ganz einfach wäre. Ist ein normaler Band. Also rasieren kannst du da Kali auch mal wieder hin. Roman, das ist modern, maskulin. Aha. Du verstehst das. Der arbeitet so viel für uns, also keine Zeit mehr hat, um sich zu rasieren. Nein, der zeigt damit einfach seine nicht toxische, aber doch vorhandene Männlichkeit. Du weißt ja, der Kali war ja Boxer und mit der Flex kann er umgehen. Also. Ich hätte ja schon gesagt, wenn wir den Kalle in die Ukraine schicken würden, der Russe würde vor Angst erschüttern und würde sich zurückziehen. Der Kanzler wäre die Geheimwaffe. Aber ich glaube, wir finden den ausreichend nüchternen Personenschützer, die seinen Rückzug decken. Und deswegen bleibt der Kalle einer für Österreich bei uns. So, da haben wir jetzt einen Kalle mit Gerechtigkeit für Darian. Wellness-Oase für mich und unten eine Autowaschanlage. So, zu Dokumentationszwecken. Ich biege da jetzt so ein Malerbandel drunter her, fein säuberlich, damit es auch wirklich gut hält, damit keiner jetzt das Infekt oder was. Und dann zeige ich euch, wie der Roman gesagt hat, es lässt sich ganz leicht entfernen. Aber wahrscheinlich sind halt einfach unsere aus der Mitte der Zivilgesellschaft kommenden, gegen Rechtsextreme vorgehende, einfach körperlich nimmer so bei Kräften. Ja. Vielleicht hätten sie sie nicht alle so, wir impfen uns alle, da ein bisschen selber schwächeln sollen. Ja. Das ist natürlich jetzt nur Geschwurbel von mir. Und deswegen reißen sie nicht einmal mehr so ein Malerbad. Aber das ist, wie gesagt, das ist halt so. So.
Ich hätte einmal gesagt, wir haben jetzt gesehen, ein Plakat von Kali lassen die Leute hängen. Ans für den Darian reißen sie runter. Auch das ist irgendwie bezeichnend für diese Wahldemokratie, wo sich ein Bürger auch beschwert, dass am Sonntag die Ruhe gestört wird, wenn eine angemeldete Demo stattfindet. Der stundenlange Lärm vom Marathon, der durch die Stadt gestaltet hat, hat ihn ja nicht gestört. Das haben wir vor. Da haben wir jetzt dann noch jemand mit Maske, dann ist ja alles gut. Ich fand auch die Schutzhandschuhe, die man sonst beim Spülen tragt, wegen der viralen Bedrohung nicht schlecht. Vielleicht hätten wir ja sagen sollen, dass sie die Maske noch ein Stück höher hätte ziehen sollen. Ein Ganzkörperkondom hat es jedenfalls noch nicht gereicht. Naja gut, ich muss allerdings auch dazu sagen, jetzt wo heute mal dieses gelbe Ding da am Himmel ist, ja, also das da oben, ja, ach, ich glaube man schwitzt unglaublich in so einem... Ja, es ist auch entgiften, weißt du, ein Schlagganskur. Alle Viren ausschwitzen. Rein der Form wegen sollten wir jetzt, damit es nicht wieder irgendeinen Deppen auf den Plan wirft, sagen, dass Auschwitz nichts mit dem dazugehörigen KZ zu tun hat und dass wir uns definitiv von dem menschenverachtenden System von Faschismus und Co. hiermit distanzieren. So ist es. Weil sonst kommt wieder einer, der hat Auschwitzen gesagt. Es ist ja nicht so, dass die Leute in dem Land nicht zunehmend vertrotteln. Ja, eins, zwei. So. Ich sag nicht, dass ich glaube, dass das irgendwas bringt. Ich habe ja vorher auch schon erklärt, ich glaube nicht, dass irgendwelche Forderungen an die Regierung was bringen, wenn die Leute die Regierung eh werken lassen, so wie Sand und wieder bestellen und sich an all dem, was da passiert ist, kaum stoßen und stören. Wie gesagt, dieses Land hat meines Erachtens noch verloren und wie uns der gut gemeinte Mann da geraten hat, werden wir früher oder später vielleicht tatsächlich nach Russland gehen. Ich tatsächlich der Überzeugung bin, dass das inzwischen das wirtschaftlich und politisch langsam echt bessere Land ist. Ja, wir marschieren nach Ukraine und ziehen dort unser eigenes Getreide, so wie Gandhi sein Salz mit seinem Salzmarsch gemacht hat. Naja, aufgrund der Uranmunition, die da jetzt quasi rumflattert, ja. Glaube ich, ist das mit dem... Sterilisiert die Samen, oder? Da kann nichts schief gehen. Ich wollte gerade sagen, ist das eventuell mit dem Getreide dort nicht so toll, aber vielleicht wachsen die Insekten durch dieses Uran mehr. Also damals noch Tschernobyl waren ja die Schwammerl recht groß und wenn das jetzt mit den Insekten passiert, dann muss man nicht viele kleine Mehlwürmchen quasi in Essen haben, sondern nur noch einen. Ja, man kann den dann als Ganzen vielleicht so wie so ein Schaschlik aufspießen und rösten oder grillen. Ja. Oder die fressen uns dann auf, weil sie zu groß wären. Ich glaube ganz ehrlich gesagt, dass die Evolution in der Flora und Fauna so gescheit ist, dass die sich dies nie da tun. Das glaube ich nicht. Es gibt genug Müll vom Menschen gemacht und sonstiges. Und also ich glaube, dass man heutzutage so, na, ich glaube, wir essen Insekten, aber die nicht unbedingt uns. Also ist ja nicht jeder so verkorrupt und verdorben wie wir. Und missraten. Ja, stimmt. So. Ich hätte mal gesagt, wir haben hiermit ein weiteres Mal auf das Schicksal von Darian hingewiesen. Wie gesagt, die Zettel werden gerade einmal eine kurze Halbwertszeit von ein paar Stunden haben, weil ja die vielen Gastgartenbesucher aus den vollen Gastgärten, die der Herr Wöginger, wie gesagt, erwähnt hat, ich weiß, ich reite auf dem Thema rum, sie am Heimweg alle wieder runterreißen werden. Aber wie gesagt, sei es wie es sei, schau, da haben wir Mülltonnen, da kann ich mal zeigen. Ja, ja. Full aus. Spoilern wir gleich, wir sind jetzt damit für heute im wahrsten Sinne des Wortes fertig. Und wir werden in den kommenden Tagen
ganz ohne Marathon nochmal ein Update-Video mit dem Darian machen. Und wenn wir zuerst gerade bei den tollen Werbeflyern vom Vesuv waren, wird der Roman vielleicht die nächsten Tage meiner beruflichen Tätigkeit, aber schwurbeligen Untätigkeit nutzen und euch sagen, wie das ist, wenn wir auf einer Erotikmesse sind. Das steht nämlich auch noch aus. Ja. Aber auch der Roman geht inzwischen einer geregelten, alternativen Arbeit zu seinem Kanal nach und hat auch ein bisschen das Problem, dass Zeit etwas Knappes und Wertvolles ist. Muss auch dreimal in der Woche jetzt das Krankenhaus besuchen für 6 Wochen. Okay. Das weißt du noch gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ich frage jetzt vor laufender Kamera. Letzte Woche war ich schon dreimal. Okay, warum musst du dreimal die Woche ins Spital? Zur Bestrahlungstherapie. Ah ja. Also wenn man die nicht mit dem Pieks kriegt, dann bestreut man die. Ja. Bin ich Sonnenbrand gefährdet. Die Schweizer. Voll geil. Voll geil. Das finde ich echt nicht schlecht. Das sind nur Attrappen. Also für mich schauen diese Attrappen sehr lebensecht aus. Ja, wahrscheinlich hast du Attrappe, wenn sie geschliffen sind. Ja, die Säge da. Das Material. Finde ich lustig, habe ich auch noch nicht gesagt. Jetzt muss man schon mit einer Lüge die Tibetfern halten. Schau da, jetzt nur Cash only, das finde ich sympathisch. Ich glaube, wenn ich eine Villa hätte, bräuchte ich bloß ein Schild hinstellen, hier gibt es nichts hallo, zu holen. Hallo. Und dann hätte ich mehr Ruhe. Ja. Ja, jedenfalls, also der Roman wird jetzt bestrahlt. Ja. Da wird er dann, wie der Valentinus sagt, auch bald die Energie in sich haben. Ja. Das letzte Mal, also ich wurde ja bestrahlt bei Tschernobyl und ein bisschen bei Fukushima und aktuell jetzt mit der Uranmunition. Die ja, heute haben wir ein bisschen Wind auch, vielleicht so zum Schau, ein Ukraine-Bild. Nein, Spaß. Also. Ja, so leer wird die Ukraine bald ausschauen. Na, also nochmal für alle, die da jetzt wieder glauben, blöde Kommentare drunter schreiben zu müssen. Ja, mir tut das menschliche Elend der Zivilbevölkerung, der dort diensttuenden Soldaten, übrigens genauso wie jener der Russischen, weil die haben den Krieg auch nicht wollen, durchaus leid und ich bin tatsächlich für humanitäre Hilfe, ich bin für Friedensgespräche und ich bin kein Gegner der Ukraine, absolut nicht. Ich denke nur, dass dieses einseitige propagandistische Verhalten, wie es in diesen Tagen medial, sanktionstechnisch und dergleichen vollzogen wird in Österreich, eben nicht wirklich neutral ist und meines Erachtens noch in die völlig falsche Richtung geht. Wie gesagt, wer Frieden will, schickt Diplomaten, wer den Krieg will, schickt Waffen. Und ich glaube, damit ist alles gesagt. Das ist auch übrigens kein Zitat von mir. Ich glaube, das hat Lautze gesagt. Ist aber auch völlig wurscht. Wir sind hier mit raus, weil wir werden jetzt vielleicht auch noch irgendwo eine Stärkung zu uns nehmen. Ich darf nämlich heute Abend wieder in den Dienst gehen. Aktuell der wieder 6 Nächte die Woche. Nicht, weil die Gastro so voll ist, wie der Herr Wöginger vielleicht glaubt, sondern weil sich die Verhaltensoriginellen in der letzten Zeit mehren. Das kann entweder daran liegen, dass man die Gastronomie und das betreute Trinken jahrelang unterbunden hatte, zwecks irgendwelcher wir werden alle sterben Fantasien, oder aber weil die Leute während dieser unbetreut Trinkenzeit einfach alles verlernt haben, wie es theoretisch geht, oder weil bei dem einen oder anderen vielleicht irgendwelche Spike-Proteine dafür sorgen, dass im Hirn schon diverse Trompen auf manche Denkzentren und ähnliches drücken und vielleicht deswegen der eine oder andere verhaltensorigineller ist. Sei es wie es sei, ich habe heute Abend wieder Dienst, das heißt, wir werden uns jetzt irgendwo ein kleines Frühstück, ein Snack, ein Weckerl oder ähnliches holen und der Roman wird sich irgendwo zwischen Bestrahlung, Arbeit und sonstigen demnächst mit mir oder ohne mir wieder melden und wir werden dann, wie gesagt, ein Update für Darian machen. An dieser Stelle gleich mal ein kleines Bonus-Material für Darian. Ich habe heute den Klingelbeutel rumgehen lassen. Ich habe da noch nicht nachgesehen, wie viel es ist. Aber ich habe gestern Besuch bekommen bei mir in der Arbeit, damit man das auch kurz festhält. Da hat eine unserer Mitstreiterinnen sehr großzügigerweise 200 Euro quasi gegeben, weil sie gesagt hat, wenn sie nach Wien auf eine Demo fährt, dann braucht sie das Geld auch. Und nachdem sie auch der Meinung ist, dass Fahnderl im Kreistragen polizeilich genehmigt und geführt langsam ein bisschen
zahnlos geworden ist aufgrund der geringer werdenden Teilnehmerzahlen, hat sie gesagt, sie investiert das Geld lieber, um quasi ein Dorn im Fleisch unserer manchmal doch fragwürdigen Justiz zu sein und dafür eine faire Berufung von Darian mitzuwirken. Damit ist das bemerkt. Der Darian wird dieses Geld, sobald ich ihn das nächste Mal sehe, bekommen. Ich werde es nicht auf dem Bankwege überweisen. Alle anderen können natürlich gern auf das Spendenkonto, das wir da quasi publik gemacht haben und das inzwischen auch wieder beim Landesgericht bösartigerweise aufgehängt wird, bis es abgerissen wird, spenden. Ich bitte das auch zu tun und bedanke mich einmal mehr fürs Sehen. Und die Videos dürfen natürlich weiterhin kommentiert werden. Ja, man darf irgendwelche Klimablödsinnigkeiten drunter schicken oder schreiben, dass es total toll ist, dass wir letztens im Volksbegehren unterstützt haben, weil da kriegt ja dann der Initiator, wenn das Volksbegehren ausreichend Stimmen hat, er gehört. Ja, gut, wie gesagt, da sind wir wieder bei so Blödsinnigkeiten wie, oh mein Gott, wir geben jetzt 200.000 Euro für die Wiedergutmachung von unrechten Strafen aus, was man damit tun könnte. Ganz im Ernst, das verbrennt eine Frau Gewessler mit Kohle am Tag, das verfliegt ein Kanzler und seine Untergebenen, weiß ich nicht, in ein paar Tagen. Wischen wir uns nicht die Augen aus. Nichts zu tun ist auch keine Option. Und nachdem Politik meines Erachtens noch ein populistisches Geschäft ist, schauen sich die Herrschaften schon an, welche Themen eventuell dem Volk auf der Zunge brennen. Und wenn Volksbegehren dementsprechend erfolgreich wahrgenommen werden würden, dann würden die Herrschaften vielleicht sagen, das sollten wir vielleicht wirklich thematisieren, weil das bringt uns Wählerstimmen, Macht und wir bleiben am Trog. Aber das ist natürlich nur wiederum meine persönliche geschwurbelte Meinung. So, damit sind wir jetzt, wie gesagt, für heute komplett fertig. Jetzt gibt es ein Frühstück, dann gibt es einen Dienst und morgen beginnt eine neue Woche. Für mich beginnt die ganz spannend, weil ich darf dann am Dienstag 9 Stunden bei Gericht sitzen als Zeuge. Vielleicht sollte man mal Mittagessen, weil sonst werde ich meine Arbeitszeit, die ja des Nächtens ist, nicht gezahlt bekommen. Das heißt, ich sitze da als Zeuge so rum und ich freue mich schon total drauf. Justitia hat mich wieder. In diesem Sinne, weg vom Landesgericht und Papa, danke fürs Schauen. Wie gesagt, spenden für ein Darian, Video kommentieren, von mir ist auch blödsinnig, gerne auch nicht blödsinnig, teilen und ja, alles gut. So, da gehen wir jetzt nicht da hinten rum, weil sonst haben wir da wieder so einen langen Gastgarten im Bild. Dann werden wir eventuell noch vom Rübinger mitgehen. Na, uns mit, gehabt euch wohl, Baba. Da hat er einen Zettel, dem haben sie die Luft wahrscheinlich wirklich auslassen. Nicht mehr, wie blöd zuerst der Hemd auf der Vögen. Ja, und da ist dann der. Alles dann der Rest vom Zettel und dem Wischer, da werden sie wahrscheinlich drauf geschrieben haben, dass sie die Luft nachlassen haben. Andererseits wird der von generell nicht so talentiert sein, weil er hat eine ziemliche Teuerung. Ich glaube, da war das Koks ein bisschen im Weg. Du bist schon wieder am Schwurbeln. So, eigentlich hat es geheißen, wir sind jetzt am Mozartplatz weiter marschiert, oder? Ja. Da haben wir es um 4 Uhr Zeit. Da hat einer Maske. Ah, oh, es ist schon über 7 Uhr. Okay, dann sind sie heimgegangen. Ja.